Affenpocken. Was sollten wir wissen? Was ist über Affenpocken bekannt? Ein erster wahrscheinlich eingeschleppter Fall von Affenpocken wurde am 7. Mai 2022 im Vereinigten Königreich gemeldet. Bis zum 16. Mai wurden weitere 6 Fälle bei Personen ohne Reisegeschichte in Endemie-Gebiete oder Kontakt mit dem ursprünglichen Fall identifiziert. Alle von ihnen bei Männern, die Sex mit Männern haben, MSM. Am 18. Mai meldete Portugal 5 bestätigte Fälle und mehr als 20 Verdachtsfälle der Krankheit, und die ersten 7 Diagnosen wurden auch in Spanien bestätigt, alles leichte Fälle und nicht ins Krankenhaus eingeliefert. Ebenso sind in unserem Land mehrere Fälle aufgetaucht, die als verdächtig eingestuft und untersucht werden. Zum Beispiel meldete die Autonome Gemeinschaft Madrid 23. Experten warnen vor der wahrscheinlichen Bestätigung weiterer Fälle und in weiteren Ländern. Obwohl in den vergangenen Jahren Ausbrüche in Europa und Amerika gemeldet wurden, ist dies das erste Mal, dass eine Übertragungskette ohne epidemiologischen Zusammenhang mit Afrika bestätigt wurde. Eine Diagnose von Affenpocken wird in Madrid bei einer Gruppe von 30 Personen bestätigt, die in eine Sauna gegangen sind. Anschließend wurde auf der Insel Gran Canaria die Übertragung von Affenpocken in einer Gruppe von 80 Personen bestätigt, die an einer Party teilgenommen hatten. Meine Schlussfolgerung ist daher, dass wir es mit einem anderen Virus zu tun haben, das sich ausbreitet, wenn es eine Masse von Menschen gibt, wie es bereits bei Covid der Fall ist. Was sind Affenpocken? Es handelt sich um eine Infektion, die durch ein Virus der Familie Poxviridae aus der Gattung Orthopoxvirus verursacht wird, in dem auch das menschliche Pockenvirus vorkommt. Obwohl es von Affen stammt, wurden die ersten Fälle beim Menschen 1970 beschrieben. Es ist eine endemische Krankheit in Dschungelgebieten in Ost- und Zentralafrika, Kongo, Nigeria und so weiter, die durch engen Kontakt bei längerem Austausch zwischen Menschen übertragen wird. Exposition gegenüber Flüssigkeiten der Atemwege oder Hautläsionen. Derzeit wird es nicht als sexuell übertragbare Krankheit angesehen. Nach einer Inkubationszeit von 7 bis 14 Tagen, manchmal bis zu 21, sind die ersten Symptome, hohes Fieber, starke Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen, typischerweise im Rücken, geschwollene Lymphknoten und Müdigkeit. Das charakteristischste Anzeichen ist ein Hautausschlag mit Juckreiz, der 1 bis 3 Tage nach Beginn der Symptome auftritt, mit Bläschen, die sich zu Pusteln und abfallenden Schorf entwickeln. Es beginnt normalerweise im Gesicht und breitet sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Hände und Füße und der Genitalien. Die Krankheit ist normalerweise selbstlimitierend und verschwindet in 2 bis 4 Wochen. Die WHO betont, dass die Sterblichkeitsrate bei den verschiedenen Epidemien sehr unterschiedlich war und je nach Stamm zwischen 1% und 10% geschätzt wird. Zu berücksichtigende Überlegungen: Ein antivirales Medikament hat nachweislich das Potenzial, Affenpocken einzudämmen. Das Medikament ist Tecovirimat, das die Symptome von Affenpocken und die Ansteckungszeit verkürzen könnte. Diese Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Blasted Infectious Diseases veröffentlicht. Es ist das erste in den USA zugelassene Pockenmedikament. Dieses Medikament blockiert die zelluläre Übertragung des Virus und verursacht beim Menschen keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Im Gegensatz dazu hat sich für ein anderes antivirales Mittel, Brincidofovir, keine Wirkung gezeigt. Zur Vorbeugung stehen in Europa noch keine spezifischen Impfstoffe für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung. Der menschliche Pockenimpfstoff wird als wirksam angesehen, um eine Infektion zu verhindern oder milder zu machen, aber er wird derzeit nicht allgemein verwendet, um die Krankheit seit 4 Jahrzehnten als ausgerottet zu betrachten. Zur Bekämpfung von Ausbrüchen werden folgende vorbeugende Maßnahmen empfohlen. Schutz mit FFP2-Maske. Verdachtsfälle oder mit kompatiblen Symptomen sollten einen Arzt aufsuchen und sich zu Hause isolieren. Ihre engen Kontakte sollten soziale Interaktionen minimieren und das mögliche Auftreten von Symptomen überwachen. Fallberichte sind wichtig. Schützen Sie besonders Kinder und Jugendliche, die grundsätzlich eine schwerere Erkrankung haben könnten, weil sie weder dem Virus noch dem alten Pockenimpfstoff ausgesetzt waren. Vermeiden Sie den Kontakt mit Tieren, die Überträger des Virus sein könnten, insbesondere mit solchen, die Symptome aufweisen oder in Endemiegebieten leben, oder mit jeglichem Material, das mit ihnen in Kontakt kommt. Sorgen Sie nach Kontakt mit infizierten Personen oder Tieren für eine gute Handhygiene mit Seife und Wasser oder hydroalkoholischen Lösungen. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie verdächtige oder diagnostizierte Patienten pflegen.
Minimieren Sie riskante Sexualpraktiken, zum Beispiel viele Sexualpartner. Es wird noch einmal daran erinnert, dass Antibiotika zur Behandlung von Virusinfektionen nicht wirksam sind und ihre unsachgemäße Anwendung Antibiotikaresistenzen begünstigen kann. Wir stehen vor einer weiteren möglichen Pandemie, der des Affenvirus Pocken, daher sind wir möglicherweise mit möglichen Einschränkungen konfrontiert, wie sie bei Covid und der Verwendung der Maske aufgetreten sind. Ein Artikel von Catalina Vidal Ramirez, Apotheker, Geschäftsführer bei bio-pharma.es. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen ersetzen in keiner Weise den Rat eines Arztes. Jegliche Erwähnung eines Produkts in diesem Artikel stellt keine Befürwortung der SDGs, Sustainable Development Goals, für dieses Produkt dar.